Auch wenn ich die Wand nicht mitten im Raum haben will. Also ich finde, wir sollten unseren besseren Cobblestone einschmelzen und zu Bricks machen. Für die Sa für irgend wenn wir sie unten verwenden wollen. Weil ich finde, es sieht viel besser aus. Ich Roti. habe letztens, also gestern, gefragt, ob wir das aus Basaltkabel oder aus Basaltbricks machen sollen. Und du sagst, Basaltkabel ist toller. Hä? Da erinnere ich mich jetzt nicht dran. Also ich kann mich damit nicht einfreunden. Nee, hier für den Boden, ich weiß nicht. Vielleicht eher. Komm mal runter hier. Ne, für den Boden sieht's Guck komisch mal, ich aus. mach mal so. Dann doch lieber Basaltkabel. Ja, der gehört besser an die Decke oder so. Oder man macht's genau, man macht den Fahrstreifen so moderner. Das geht natürlich auch. Das sieht so ein bisschen, wenn du da die Rails drüber laufen hast, platzier mal ein paar Rails drüber. Ich weiß nicht, das hat so ein bisschen was. Das sieht dann so ein bisschen stabiler aus. Das ist eine gute Idee. Das. Und Roti, denkt dran, jeden fünften Block ein 2 Blöcke tiefes Loch. Mach Spart selber. Basalt Cobblestone. Oder Bricks oder so. Denk dran, im Moment ist das Schmelzen am besten in dem Blue Trick Furnace, weil der die meiste Power hat. Der andere, naja, der Induction Furnace, ne, der Induction, ja, der Induction Furnace ist, glaube ich, noch nicht so weit bereit von der Power her. Wie sieht das Weizen draußen aus? Kann mal einer gucken. Ich schaue sofort nach. Das sieht grün aus. Okay. Klein und grün. Gut. Dann brauchst du noch ein bisschen. Wir bräuchten mal einen Zugang zu einem Dschungelgebiet, nicht zu einem Dschungel, zu einem Swamp-Gebiet. Swamp-Gebiete haben nämlich die besten Wachstumsraten für Pflanzen. Am besten auf der Höhe von 64, glaube ich, oder tiefer. Toll, jetzt haben wir wahrscheinlich so 80% Meadows-Anteil und 20% maximal an Wayland-Anteil. Das Wayland, das ist fast komplett raus aus dem Genom. Das ist schlecht. Ich habe aber extra alles mit Dings gekreuzt. So. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen was an noch Rohstoffen für da unten. Man braucht ständig für alles Rohstoffe. Wie war das mit Creeper-Löchern? Was denn? Was für Creeper-Löcher? Immerhin haben wir keinen Challenge-Map-Eingang mehr, wie zwischendurch mal. Stimmt, sowas kommt ja auch Nee. nochmal auf den Server irgendwann. Challenge-Map. Da habe ich ja Abhilfe geschaffen. Ich gehe noch ein bisschen Basalt hacken. Wir müssen uns unbedingt mal drum kümmern. Ich muss mal den Generator hier abbauen. Ach ja, apropos Generator, da hast du einen. Hier ist ein Enderman übrigens. Jetzt ist er weg. Wo ist ein Generator? Warte mal, wo ist er denn? Da ist er. Ich habe einen Enderman Danke. gefunden. Wo? In der U-Bahn? Hier. Halt, stopp, drin. Halt, nicht weglaufen. Ich muss hier mal einfach ein bisschen Power anschließen. Wo? Er ist oben auf dem Vulkan. Jetzt ist er da So, hinten. dann kann ich Wo ist nämlich er jetzt jetzt? langsam anfangen damit. Der springt hier rum. Jetzt ist er weg. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Oh, da haben wir Golderz. Wir hatten mir Du nicht willst gesagt, mich dass. doch verarschen hier, war garantiert keiner. Hat er sich jetzt geportet? Hier war die ganze Zeit einer. Ok, da, wie viel Schaden würde das FM an Rotin Ich weiß es nicht. Wehe, einmal. Mach doch, ich bin ja in der Nähe. Ist doch egal. Ich habe nichts zu essen. Also ich bin voll gefüllt, du kannst es ja mal ausprobieren. Der nimmt nichts an. Ah, der hat keine Power. Ah, das heißt, ich muss das abbrechen, das Schmelzen von dem Zeugs. Ah, jetzt geht das auch wieder. Meine Sortiermaschine hat nämlich nicht mehr funktioniert eben. Ich habe mich schon gewundert, hä, warum das jetzt? So. Die verbraucht doch nichts. Ja, aber der Dings verbraucht was. Toll. Der Dings. Die Maschine, der Furnace, den ich verwendet So. hatte.
Ich schmeiße es jetzt einfach mal da rein, lass den einmal laufen und dann hat er das ja automatisch ins Weiße sortiert. Hup. Rotary Macerator. 41 Eisen kommen. Oh, und da unten muss auch ein Cobblestone rein. Ich brauche dringend einen Retriever oder mehrere am besten. Bei zwei besser gesagt brauche ich. Das heißt, ich brauche 4 Enderperlen. Das geilste Item im gesamten Spiel. Created Cookie. Crated Crates warten wir immer noch drauf. Ernsthaft? Ja, wenn du Crates createst und die dann in diese gecrateten Crates dann createst, hast du Inception. Nee, dann hast du Crateception. Genau. Okay, das ist auch möglich. Oh, ich fand das ja cool. Irgendwann hat mal jemand Dings nachgebaut in Minecraft. Minecraft in Minecraft. Hatte zwar auch nur, ich glaube, 16 verschiedene Blöcke und mehr oder weniger eine Handvoll Interaktionen, die nur möglich sind. Aber Minecraft in Minecraft zu bauen. Und sehr, sehr langsam war es halt. Aber es ging. Creeperception. So, und wumm. Ich würde gern hier den kompletten Prozess automatisieren, nicht nur den einzelnen Schritt. Retriever. Das erinnert mich an unseren Hund. Meiner ist endlich mal ruhig. Ach, hast du einen goldenen Retriever? Ja. Da muss ich eine Textur für machen. Für uns, für gezähmte Wölfe? Nee, für einen goldenen Retriever. Ach so, ja, genau. Hier, gib mal Basalt. Gibt's nicht. Mach selber. Nee. Jetzt habe ich runtergegraben, Dödel. Wie? Nein. Ja. Wisst ihr, wie froh ich bin, wenn dieses Sorting-System endlich funktioniert? Und ich einfach das, mein ganzes Junk-Zeugs hier einfach reinballern kann? Wo darf ich den Basalt einschmelzen? Beim Induction Furnace, außer es ist Nacht. Es ist Nacht, aber dann, wir können auch einfach Holzkohle in den Generator schmeißen. Wenn wir noch welche haben. Holz und so. Wo hast du ein, ach, da hast du einen Induction Furnace. Ja, der wird im Teil, ist, wird doch im nächsten Teil von Dings sein. Von dem kompletten Sortiersystem. Nur wir müssen unbedingt noch eine Methode finden, um die, den MFE zu powern, wenn wir keine Solarenergie haben. Und dafür werden die Wasserdinger sein. Stimmt, lasst uns mal durch die Nacht... Nein, lasst uns nicht durch die Nacht schlafen, wir gehen auf Enderman-Jagd. Und zwar alle drei. Auch eine gute Idee. Weil wir brauchen 4 Enderperlen. Ich brauche allein schon 4 Enderperlen für die nächsten paar Sachen, Schritte in der Automatisierung. Und... Das ist halt dann am besten. Ich gehe mal Richtung Vulkan. Du gehst die Richtung, dann gehe ich die Richtung. Ich hoffe, dass ich hier auch einen Enderman finde. Auch wenn ich keine Fame habe und keine Rüstung, aber... Hab ich auch noch alles nicht. Ich mach mir mal einen Waypoint. Okay. In rosa. Ja, das ist ja kein Problem. Da ist ein Skelett. Ich habe übrigens ein Swamp Biome gefunden für den Fall, dass wir irgendwo Crops machen wollen. Die Minimap muss ich mir auch wieder installieren. Hab eine Spinne, hab einen Zombie. Also ich hab ganz viele Creeper. Ich habe ein Swamp Biome und das heißt für uns, wir wissen jetzt, wo wir hingehen können für eine Untergrundbahn. Hab einen Creeper. Hey, passt mal auf, wenn wir Dings machen wollen, IC2 Farming, dann müssen wir fast zu den Dings hier gehen. Richtung, zum Swamp Biome. Hier stehen auch schon 4 oder 5 von diesen Rubberbäumen, falls wir noch welche brauchen sollten.
Warum ist eigentlich ein Wir haben Creep? genug. Warum ist eigentlich ein Creeper mit 2 Schlägen tot und ein Zombie mit 3 Schlägen? Weil ein Creeper weniger Lebenspunkte hat. Zombies sind Gegner mit besonders vielen Lebenspunkten. Wieso? Weil die sonst keine Fähigkeiten haben. Skellies schießen, Creeper explodieren. Und Spinnen? Und Spinnen springen und klettern. Toll. Das ist eine Fähigkeit. Ja, die kommen dir viel schneller nahe als die anderen. Ich habe Kohle gefunden. Hier sind Lilypads. Oh, ich habe Hunde gefunden. Ich habe keinen Scoop dabei. Ich habe einen Enderman. Sehr schön. Oh, danke für dein Eisenschwert. Tschüssi, Creeper. Ich habe das Meer gefunden. Verdammt, was waren die Möglichkeiten nochmal? Wie kriege ich dieses Beehive hier kaputt? Hier ist so ein schönes Dschungel-Beehive. Oder TNT. TNT geht nicht. Creeper. Auf einmal sind da so viele Gegner gewesen. Das ist normal. Enderman ziehen die magisch an. Scheiße. Und ich bin ein Loch gefallen. Hey, ich weiß, wie du Endeperlen kriegst. Geh ins End. Ins End. Dazu müssen wir erstmal Enderperlen haben, um überhaupt diese Stronghold zu finden. Och, es gibt auch Leute, die finden ohne Enderperlen Stronghold. Habe ich schon mal gehört. Das ist so sau schwer. Du kannst natürlich auch die komplette Welt durchmeinen. Das geht auch. Enderman. Hallo, Creeper. Also, wenn jemand eine richtig große, eine riesen scheiße große, gigantisch mega riesengroßen scheißen große Eislandschaft haben will, so wie ich sie in meinem Singleplayer-LP hab, der kann herkommen. Da habe ich nämlich eine Eiswelt. Also hier. Hier ist auch nochmal Marble, den kannst du kaum vom Schnee unterscheiden. Haben wir hier immer noch Schnee in der Decke? Wenn da keiner rausgenommen hat. Okay. Klasse. Mensch, wo bin ich denn hier hops gegangen? Der wird den irgendwann mal durch Glowstone ersetzen. Hey, Kuh! Im Wald war ich nicht. Verliert nicht euer ganzes Zeugs. Ja, eben, deswegen ja. Auch wenn ich sagen muss, ich hab jetzt... Na, ich hab schon ein paar Sachen, die wichtig sind. Am meisten hat natürlich unser Miner. Warum sind sie, warum ist sie hell? Ah, Lava. Macht Sinn. Ja, mitten an der Oberfläche irritiert mich das. Ich finde keinen Enderman. Ich auch nicht. Wir brauchen aber Enderperlen. Wir hatten die Spawnrate von denen runtergesetzt. Da drüben ist, glaube ich, ein Enderman, zusammen mit 3 Creepern. Du musst ihn doch nur anschauen, dann kommt er schon. Die Creeper bleiben da, aber der Enderman kommt. Ich hätte wirklich gern mal ein Dings. Also, ich werde wahrscheinlich 3 Tage brauchen, um wieder zurückzureisen. Und ratet mal, was ich gefunden habe. Diamanten. Nö, doch nicht an der Oberfläche. Der Enderman ist weg. Warum musstest du ihn auch von einem Fluss aus bekämpfen? Wie bitte? Man bekämpft keine Enderman aus dem Wasser heraus. 4 Skelette, ihr wollt mich doch killen. Umbringen, ermorden. Töten. Erschießen, mit Pfeilen spicken. An die Wand nageln. Also, wenn ihr Winterbienen haben wollt, hier sind massenhaft welche. Aber Enderman? Leer. Hab einen Creeper. Wie viele Creeper ich hier töte? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier so viel Eis ist, wie sonst nirgendwo. Ich hätte gern Schlittschuhe hier in Minecraft. Oh. Kann's ja mal programmieren. Ne, ich bin nicht so der Typ, der für sowas geeignet ist, für Mods. Da muss man mit Eclipse umgehen können, das kann ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich einen Enderman getötet, ist nichts rausgekommen. Aha, Drecksvieh. Ja. Ich habe aber auch eine gute Methode gehabt eben.
Ich habe mich unter den Baum gestellt, wo er nicht hingekommen Ja, ist. zwei Block hoch muss die Lok ist Ja, sein und ja, dann. ja. Direkt vor unserer Haustür war einer. Also, naja, ich habe eine angelockt, sagen wir mal so. Und da ist ein Creeper. Cool. Creeper lockt man schnell an, aber die zerstören ein bisschen mehr als die Enderman und die sind doch ein bisschen gefährlicher. Ja, die. Hier ist ein Creeper, der ist direkt vor unserer Haustür. Warte, ich lasse ihn hochgehen. Nicht noch ein Loch. So. Jetzt aber noch ein Loch. Also, Oh. die Eislandschaft nimmt kein Ende, aber ich habe das Gefühl, dass hier kein Enderman gibt. Hey, ihr kommt ja alle. Hier sind mal wieder ein paar Spinnen und ein Zombie und ein paar Kühe. Also ich hätte noch einen Mod zur Verfügung, der allerdings nur Singleplayer ist, der ein Crafting-Rezept für Enderperlen einfügt. Na toll. Das nützt uns aber nicht viel.